Er mag das. Aber wenn ich mich schon einmische, Sie sind doch dieser Prozesshansel, oder? Bitte? Sie prozessieren da immer. Haben Sie irgendwas auf Lager, was Frisches, was Sie so in der Mache haben? Ja, klar. Ja? Ich kann Ihnen mal zeigen. Ja, mein letztes Werk ist sehr schön. Aha. Ich habe hier eine Anzeige gegen das Gesundheitsministerium wegen anonymer Spenden. Wenn Sie da mal reinschauen wollen. Gesundheitsministerium? Sie sollten übrigens nicht Prozesshansel sagen. Nein? Nein, mein Name ist Dombrovskis. Ah ja. Was machen Sie denn da? Kurzen Prozess. Damit die Justiz mal ein bisschen durchatmen kann. Mit dem Humor werden Sie es bundesweit nicht schaffen, mein Lieber. Der Mann weiß doch nicht, was er da draußen anrichtet mit seinen ewigen Prozessen. Die Justiz ist doch völlig überlastet. Nehmen Sie den Ackermann-Prozess. Der wurde ja noch mal wiederholt, wegen des großen Erfolges. Ja, die waren beim Bundesgerichtshof so begeistert von dieser Aufführung, die haben gesagt, die wollen das noch mal sehen. Eventuell mit einem alternativen Ausgang. Dann haben die wieder angefangen in Düsseldorf. Ganz von vorne, die haben doch auch was Besseres zu tun, diese Richter und die Staatsanwälte. Und prompt haben die mitten im zweiten Prozess alle die Lust verloren. Haben Sie mitgekriegt? Lust verloren. Da stellt sich raus, die Anwälte von Ackermann und Esser hatten gar keine Zeit mehr für den zweiten Prozess. Die waren längst neu engagiert, hier in München bei Siemens. Die müssen jetzt mit dem Kleinfall in dem von Pira das Victory-Zeichen üben. Da sind die schwer beschäftigt. Ja, es gibt nur sehr wenige Anwälte in Deutschland, die auf diese Art von organisiertem, also da spezialisiert sind. Deshalb musste der Prozess verkürzt werden. Und dann haben die den Zehnten wieder eingeführt, wie aus der Bibel. Kennen Sie das noch? Den zehnten Teil. Der Esser hat 10% von seiner Beute, seiner Prämie, hat er bezahlt. Damit war Ruhe. Wovon der Ackermann 10% bezahlt hat, habe ich gar nicht begriffen. Der Ackermann hat nämlich gar kein Geld bekommen eigentlich ursprünglich. Der Ackermann hat nur dafür gesorgt, dass der Esser und die anderen das Geld bekommen haben. Trotzdem hat der Ackermann 3,2 Millionen Euro bezahlt. Wovon sind das 10%, frage ich mich. Oder sind das 10 Tagessätze? Man weiß das alles nicht. Mich überfordert das. Ich sehe das nämlich so, entweder die haben das Geld zurechtbekommen, dann sollen die Kohle behalten und die müssen auch keine Strafe zahlen. Oder die haben das Geld zu Unrecht bekommen, dann sollen die Kohle wieder rausrücken und eine Strafe bezahlen. Ja? Aber hören Sie auf! Nein! Lassen Sie die Klatsche, das ist nämlich genau dieser billige Populismus, meine Damen und Herren. Das grenzt schon fast an gesunden Menschenverstand. Und das hat mit Justiz überhaupt nichts zu tun. Gesunder Menschenverstand hat mit Justiz so viel zu tun wie die Gesundheitsreform mit der Gesundheit. Man hat mir das so erklärt, die Justiz ist wirklich überlastet, die kommen nicht mehr klar. Vor allem die Prozesse mit dem ungewissen Ausgang müssen verkürzt werden, sagen die. Und jetzt sind die dazu übergegangen, wie in den USA so Deals zu machen mit den Angeklagten. Das machen die USA schon lange. Sie kennen das aus dem Fernsehen, diese neue Show da, Deal or No Deal. Die haben vor Gericht die ganzen Köfferchen da rumstehen, von Freispruch bis lebenslänglich. Und wenn der Staatsanwalt nicht sicher ist, dass er das Köfferchen kriegt, auf das er gewettet hat, dann ist er schon mal bereit, das Köfferchen zu verkaufen. Für den 10. Teil zum Beispiel. Prozess wird verkürzt, es werden Kosten gespart. Und ich finde die Idee mit dem 10. Teil gar nicht so falsch. Man könnte das übertragen auf andere Bereiche. Zum Beispiel Banküberfall, so ein normaler Banküberfall. Was können Sie da heute noch rausholen? Ich weiß nicht, wann Sie das zuletzt versucht haben. Da holen Sie heute noch 6.000, 8.000, 9.000 Euro aus so einer Bank raus. Mehr ist doch nicht mehr drin. Die haben doch diese Zeitschlösser jetzt überall an den Tresoren. Sie können den Kassierer mit der Waffe in der Hand so lange bedrohen, bis ihnen der Arm abfällt. Die können ihnen gar nicht mehr geben. Deshalb haben die kein Panzerglas mehr in den Banken. Ist doch klar, das Panzerglas wäre teurer, als wenn die ab und zu einen Teil der Tageseinnahmen rausrücken müssen. So, Sie überfallen die Bank, holen die 8.000 Euro raus, jetzt müssen Sie die Polizei rufen. Da wird die Filiale einen Tag gesperrt, wegen Ermittlungen. Haben die Verdienstausfall. Dann werden sie gejagt, sie werden verhaftet, da kommt der Prozess, sie werden eingesperrt. Das heißt, die Folgekosten sind ein Hundertfaches höher als das, was sie ursprünglich da erbeutet haben. Da könnte man das doch einfach so machen, dass sie nach einem Banküberfall einfach 10% der Beute an die Staatskasse überweisen. Quasi als Bearbeitungsgebühr. Man könnte die Überweisungsträger in der Bank auslegen, ja. Stichwort Mitessergeld oder so. Sie können es sich noch einfacher machen, Sie lassen nach dem Überfall gleich 10% der Beute auf der Theke liegen. Stimmt so, bis zum nächsten Mal.